bin Julia Jansson. Ich bin Jonas Hopf. Ich bin jetzt hier in Salzburg bei den WorldSkills 2022. Ich vertrete Deutschland im Beton- und Stahlbetonbau. Also wir haben eine Aufgabe, die teilt sich in drei Module. Das erste Modul ist eine größere Wandecke, sage ich mal, also mit verschiedenen Winkeln, Einmündungen. Davon wird dann ein Stück betoniert. Dann das zweite Modul ist zwei Stützen mit einem Unterzug. Einmal eine Wandschalung mit mehreren verschiedenen Ecken drin, Wandversprünge und so weiter. Und dann kommt noch zum Schluss eben die Bewährung, die wir binden müssen, auch wieder so eine T-Form. Und dann noch Ausschalen von dem, was wir am ersten Tag betoniert haben. Der Jonas, der stellt eigentlich hauptsächlich die Elemente hin. Jule macht die Schneidarbeiten, also Jule macht die ganzen feinen Arbeiten, sag ich mal. Stark ist jeder, das sind eigentlich alle ziemlich weit. Aber ich denke, so die größten Konkurrenten sind China und Österreich. Ja, also irgendwann ist man einfach nur platt, will eigentlich gar nicht mehr, sag ich mal. Aber man hat ja dann trotzdem das Ziel vor Augen, vor allem halt, dass man einfach auch fertig werden will. Es war ein Kampf, bis zur letzten Minute. Die zwei haben gekämpft, die haben alles gegeben, was man geben kann. Wir können alle so stolz sein, dass sie den Wettbewerb 3 Tage lang mit 20 Stunden gemacht haben. Gutes Team, hat einfach funktioniert. Also, dass alles so klappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Leistungen, wir sind selber auf jeden Fall mit uns zufrieden. Jetzt mal gucken, wie die Maße und so passt. Jetzt heißt einfach nur noch auf. Es war einfach, wo die dann auf die Bühne gegangen sind, pure Freude. Wir waren zur Siegerehrung, wir sind Vize-Weltmeister. Unglaublich, also unbeschreibliches Gefühl. Das war so mega cool, als unser Name aufgerufen wurde. Und insgesamt unser Dreiergespann, ich glaube, das hat ganz gut hingehauen. Und das war vielleicht auch ein bisschen ein Erfolgsrezept. Ich denke einfach, dass wir von Anfang an Vollgas gegeben haben und gewusst haben eigentlich, wir können es ja. Es war eine mega schöne Zeit. Ich denke, das ist eine Zeit, die wird man nie mehr vergessen.